Einen wundervollen guten Morgen. Ich habe hier einen 1-Euro-Burger, den wir gerade in der Mikrowelle warm gemacht haben. Mayonnaise und Fleisch. Oh, wenn das Fleisch ist, ja. Gibt's doch das Fleisch ist, ja. Hat noch irgendwas dabei, Ketchup, glaube ich. Ja, wie von Mc's. Aber unter 1 Euro. 100 Yen oder so, glaube ich, oder? Ja. 150 Yen sind 1 Euro. Bestes Frühstück ever. Es ist jetzt 20 vor 10. Ja, wir gucken mal, was der Plan ist. Es ist auf jeden Fall der zweite Tag in Japan jetzt. Gestern war ja mit Ankunft. Ich habe hier ein bisschen japanisch. Tough Gummi habe ich mir gestern gegönnt. Endlich mal ein Deo und noch der grüne Tee. Ungesüßt. Man muss sich darauf einstellen. Alles klar. Unser erster richtiger Tag in Japan. Die Jungs sind schon raus. Let's go. Ja. Alles klar. Na, wo sind sie? Alone in Japan. Keine Ahnung. Alles klar, wir sind schon weg. Also, was machen wir allein in Japan? Ich würde sagen, zuerst. Auf jeden Fall immer schön gekühlt aus dem Automaten hier. Ich glaube, ich muss hier rüber. Und da oben ist unser Hotel. Da. Alter, die Stromlinien hier. Okay, ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich die Leute gefunden habe. Boah, diese ganzen Seitengassen hier sehen alle aus wie aus einem Film. Weiß ich nicht. Alles klar. Hab die Jungs gefunden. Wir holen uns jetzt Frühstück in den. Was ist das? Das ist kein 7-Eleven, das ist Lawson. Lawson. Frühstück der Champions. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also aus dem Frühstück. Wird lustig werden. Und natürlich hier Mayonnaise, Thunfisch und Reis. Damit kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Also es gibt hier mega arme Leute, die hier da ihre Roller in dieser. In dieser Garage haben. Und dann gibt es hier so Bonzen, die einen Aufzug brauchen für ihre beiden Autos. Wow. Also, das ist cool. Ja, das ist so wie so ein Elevator. Manchmal sind auch mehr. Ja, sowas gibt es ja in Deutschland auch, aber nicht so oft. Weißt du, und da sind die ganzen Roller von den Leuten, die einfach nur einen Roller besitzen und nicht mal einen Platz dafür haben. Ja, und wird ja auch vermietet, nicht? Aber ich habe gesagt, 50 Euro in 3 Monaten. Über uns ist der Zug. Ja. Grünen Streifen und was auch immer. Ja. Und diese Blockaden für die Autos, aber mit Reifen, die groß genug sind, kannst du doch da sogar drüber fahren. Ich habe gesehen, dass die hochgestellt werden, aber ich meine für so Mini-Reifen hier schon. Ich mache mir da nicht so Gedanken. Oh, guck mal, was ist denn das hier? Mit der Kamera und allem. Parkplatz zum Kaufen mit so viel Technik. Automatisch. Okay. Für die Leute ist das alles stinknormal, weißt du, wie stehen wir? Wenn ihr erstmal länger hier bist, ist das auch stinknormal. Weißt du, nach 10 Tagen? Zu die Station. Ist, wie du willst. Ja. Ja.
Ja, beste Mineralwasser. Nee, das gibt Santori, ist besser. Ist doch Santori. Oh, Entschuldigung. Reinhardt, ja, die haben das ja noch. Ja, ja. Boah, da bin ich jetzt gespannt, wie das schmeckt. Der Train kommt. Wirklich? Ja. Unser Train? Ja. Okay, ja. Bis der steht, habe ich den ersten Schritt. Das ist heute pünktlich. Endlich mal ein pünktlicher Zug. Ja, endlich raus aus Deutschland ein pünktlicher Zug. Um 22 sollte der kommen. Um 22 ist er gekommen. Und es ist auch genau 22. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man aus Deutschland kommt. René, was machen wir jetzt gerade? So, wir holen uns jetzt frische japanische kleine Küchlein. Mit den roten Bohnen drin. Ich habe 330 Yen hier. 110 kostet einer. Mietbar. Nicht gesehen. Er hat gesagt, ich darf ihn filmen, also ich darf filmen, wie das gemacht wird, aber nicht das Gesicht. Ist doch heiß. Mochi, Mochi oder Mochi, weiß ich nicht. Boah, das ist geil. Aber ganz ehrlich, das ist nicht mal so viel geiler als die so gekauften, finde ich. Weil die so gekauften einen geileren Teig haben. Mehl ist billiger als diese roten Bohnen. Jetzt nochmal zur Erklärung und ohne Scheiß. Wieso kostet das Ding 9000 Yen? Wegen dem Netz, weil das besonders schön ist, das Netz. Also die, ausgeprägt. Also die Japaner kaufen sich das, ja, und tun das dann als zuerst zum Anschauen in die Wohnung, genau, und essen das, genau, dann ein paar, genau, Tage später. Genau, und besprechen das mit den Verwandten. Also Fisch ist hier ja wirklich sehr, 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 ja, vertreten. Und Krebse und solche. Ist das so zum Wegsnacken? Ich glaube schon, ne? Geil, ne? Boah, das wäre echt nichts für mich, du. Bisschen Tintenfisch noch dabei. Ah, geil. Das ist so zum Rohessen, ja. Oh, Kaviar. Was kostet der? 1280 Yen. Das ist unter 10 Euro. Das ist Rogen, das ist kein Kaviar. Kein Kaviar? Nein, das ist als Fischrogen. Was ist der Unterschied? Ich dachte, Fischeier ist Kaviar. Ja, nee, Kaviar ist die besondere Bezeichnung für Kaviar, für echten. Okay. Anderes Rogen. So, wir sind jetzt aus dem Einkaufszentrum raus. Wir sind jetzt am Hafen. Die Gärten hier sind cool. Da hinten ist Sony. Meinst du, wenn ich mal nach Kennen, dass Sony reingehen würde und ich fragen würde, ob die mir ein Objektiv reinigen machen würden? Ich will ja machen. Oh, guck mal, richtig alter Bus noch. Was? Der rote ist richtig alt noch. Ich glaube, jetzt geht's los. Moment. Klar, erstmal haben wir schön eine Regenüberdachung, das finde ich cool. Und es ist hier irgendeine Art Ausstellung, wo Autos halb aufgeschnitten sind. Wollen wir mal runtergehen? Runter? Ich muss ja nicht runter, er möchte auch nicht. Will runter? Okay. Die Jungs haben keinen Bock und deswegen gehen wir alleine.
Alles klar. Wir sind jetzt am Hafen angekommen. Hier gibt es auch einige Motorrad- und Fahrradparkplatz. Ich weiß nicht, ob das in Japan normal ist oder ob das jetzt hier Zufall ist. Aber die Dame oder der Mann hat auf jeden Fall den Schlüssel stecken gelassen. Aber ich brauche jetzt nicht unbedingt noch eine Begegnung mit der japanischen Polizei. Ich habe gehört, die sollen zwar alle hier sehr freundlich sein, aber auch sehr streng. Das ist mir ein bisschen aufgefallen, als ich in dem Autohaus gerade in der Show, da habe ich die Autos gefilmt, da sind auch viele Kinder rumgelaufen. Und dann ist so ein kleines Mädchen auf die Kamera zugelaufen, zwischen die Kamera und das Auto. Und da hat der Vater sie sofort weggezogen. So. Ich habe die Kamera schon weggenommen und gesagt, ja, ist okay, kein Problem. Aber er so, nee, die muss lernen, nicht einfach irgendwo durchzulaufen. Ich sehe schon, Uwe hat da gerade jemand mit einem kleinen Hündchen. Dort, dort, it's dort. It's a little dort. Arigato. Einmal einen japanischen, das war das ein japanischer ein Hund, den man sich holt, weil der schön aussieht, wie so ein Statussymbol? Nein. Inu ist der normale Bezeichnung für Hund. Ideal. Okay. Ja, weil die klein sind. Ja. Inu heißt Hund. Inu. Okay. Inu einfach. Die aber auch wirklich schön. Und sauber. Findest du das hier sauber? Ich finde das hier sauber im Vergleich zu Deutschland. Ist da auf der Brücke. Wir suchen uns was Schönes aus. Was wollen wir denn haben? Die Auswahl ist halt auch riesig, ne? Heiße Getränke, kalte Getränke. Aber das ist auch nicht alles dasselbe. Doch, ein bisschen was ist auch dasselbe. What? Go. Man muss bedenken, 150 Yen sind 1 Euro. Das heißt, ein bisschen unter 1 Euro hier für diesen Saft. Genau 1 Euro für den Kaffee. Aber jetzt kann ich 10, ne? Das geht eigentlich voll klar. Doch, klar. Okay, wir haben uns jetzt einen von den hier, von den Dingern hier geholt und wir haben ihn getroffen. Halt, erstmal. Ah, okay. You're running every day or just today a little bit? Weekend. Weekend? Weekend. Okay, that's good. Wir sind jetzt hier am Aussichtspunkt. Für was genau, Uwe? Das ist der Rinkenkopal. Der wird zum Rennen benutzt. De? Ja, Beburg, Yokohama ist das. Hier ist der Start. Ja, und nach 5 Kilometern kommt man wieder hier an. Aber hier ist keine Runddingens. Das ist nur eine, hier fangen wir an, ja. Dann hier und dann ist man am Ende da. Ja, und dann läufst du wieder zurück. Ach so. 2,5 hin, 2,5 zurück. Jetzt wirklich? Ich nehme mich an. Also ich persönlich komme ja jetzt nicht aus einer Großstadt in Deutschland, aber das hier ist schon echt bemerkenswert von der Größe her. Und mir gegenüber jetzt sehen wir das Wahrzeichen von Yokomata oder Yokohama, wo wir gerade sind. Diese Brücke mit diesen beiden riesengroßen Pfeilern in der Mitte. Und der Uwe sagte, dass Sportfischen in Japan wohl auch beliebt ist. Wir haben jetzt hier noch ein japanisches, anscheinend, ich weiß nicht, ob Street Food Festival gefunden. Auf jeden Fall gibt es hier das Eis, was ich schon seit den Japan-Tagen ausprobieren wollte. Es ist einfach nur geraspeltes, pure Eiswürfel mit einer Art Sirup versehen. Und ich habe ein Auto gefunden, was ein Gesicht hat. Sieht sehr cool aus. Mal schauen, ob das funktioniert hat, ob ich das Richtige bekomme. Ich habe eigentlich eine Erdbeereis geholt jetzt. Arigato. Okay, bin gespannt, wie das schmeckt.
Erstmal, das erste, was mir auffällt, das ist unglaublich leicht. Richtig leicht. Achso, das ist. Hä? Achso. Ja. Das ist eben heiß. Wird das ja auch ein bisschen heiß verteilen. Ja, genau. Obwohl, innen drin ist auch noch was, ne? Naja, die hat zweimal gemacht. Geil. Sehr erfrischend. Ja klar, ist ja Wassereis. Geil. Okay, Uwe hat netterweise ein paar Japaner getroffen, die uns Wegbeschreibungen geben zu Orten, die man auf jeden Fall besucht haben muss, hier in der Nähe. Das ist sehr lieb. Dōnohana Park. It's a good park? Yes. Okay, thank you very much. Arigato. Nighttime is better. Nighttime is better? Okay. Then maybe... Do you have TikTok? What? TikTok. No, I don't. I only have YouTube. Okay. Yes. YouTube. We have YouTube account. YouTube account too? Okay, what's your YouTube account? So, nachdem wir uns gesagt haben, wo wir auf jeden Fall sein sollten, und zwar der Red Brick War House. Das ist irgendein bekanntes, altes Shopping Center, habe ich so weit mitbekommen. Wir wollen jetzt aber zuerst auf einen Aussichtspunkt. 1000 Yen kostet das, 150 Yen ist ein Euro, den Rest könnt ihr euch selber ausrechnen. Und holen wir uns ein Ticket und dann sehen wir uns oben. Ja. 10.000 Yen Schein. 1.000 kostet das. Die Japaner, wurde mir gesagt, lieben Bargeld. Also fast in allem Bargeld. Gut, 9.000 Yen habe ich noch jetzt. Die sollten eigentlich auch wieder rauskommen. Ja. Eins, zwei, drei, vier und ein 5.000er. Alles klar, ich habe alles und ich habe sogar mein Geld gewechselt. 10.000 hast du gewechselt. 10.000 habe ich gewechselt. 9.000 habe ich wieder gekriegt und ein Ticket für 1.000 Yen. Perfekt, damit bin ich zufrieden. Dankeschön, Uwe. Arigato. The escalator, because the escalator is really quick. Zack. Und das ist Japans schnellster Aufzug, steht hier drauf. Ich bin sehr gespannt auf diesen Aufzug. Da gehen wir gleich rein. Okay. Ui, 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 das ging aber schnell. Willst du das schnell? Ja, klar. Aber wieso fandst du das schnell? Wie schnell uns der hier so hochgebracht hat? Weil der hat angehalten und der muss ja wieder runter, oder? War schon schnell. Ich glaube, ich bin nur nicht schnell irgendwo gefahren. Das stimmt schon. Da unten haben wir vorhin mit den Leuten gesprochen, die uns gesagt haben, wir sollen in den Red Brick gehen, ins Red Brick Kaufhaus. Guck mal, da ist eine Wildwasserbahn bei dem Riesenrad. Der Aussichtspunkt ist cool, um einmal zu sehen, was es hier in Yokohama alles so gibt. Leider ein bisschen schlechtes Wetter. Und gleichzeitig ist hier auch noch Werbung für irgendein Anime. Ich weiß nicht.
Für welches? Und von hier oben sieht man die Hubschrauber-Landeplätze tatsächlich auch. Die sind echt hoch. Das ging auch wirklich schnell. Natürlich gibt es an solchen Orten auch entsprechende Cafés. Und ich finde, das sieht hier echt schön aus. Echt gemütlich. Man muss bedenken, der Boden hier ist Teppich. Das macht alles auch unglaublich leise, selbst wenn viele Leute da sind. Hier oben kannst du dir auch ein Buch schnappen und es steht ausdrücklich da, dass man länger hier bleiben soll. Also man bezahlt einmal 1000 Yen, 150 sind. Das kleine Kind hat gerade gesehen, dass ich filme und ist gerade, weil es nicht gesehen hat, dass ich mich filme, ist gerade extra runtergegangen und ist gerade vorbeigekrochen, damit es mir nicht im Weg ist. Die werden hier ganz anders erzogen. Und wenn ich irgendwann mal echt ein Kind kriegen will, ziehe ich vorher nach Japan. Die Bücher hier, die man sich extra ausleihen kann, damit man es hier genießen kann. Da merkt man auch schon die Erziehung, die Kinderbücher, die zeigen auch schon Werkzeuge in sehr positivem Licht. So, was ist das immer? Eine Schubkatze. Let's meow. Fight. Ne? You're the real deal. Ja, das ist schon cool. The Do Good Show. Also wirklich, das mit den Kids jetzt gerade, ey. Und hier alle, diese soziale Erzogenheit, finde ich echt cool. So, ich möchte jetzt wissen, ob da wirklich für 2 Euro ein kleiner Frosch drin ist, der mit einer Fernbedienung quaken kann. Nee, ich glaube nicht, dass der quaken kann. Ich denke, das ist eine der Kinder, die hier rumlaufen. Da hinten ist jemand. Na komm, wir gehen mal und fragen. No problem. Arigato. Ich glaube, sie hat sich gefreut. Sie wusste auch, dass ich das nicht gebrauchen kann und wofür das ist. Habe ich erst befürchtet, dass sie mir erklären will, wie das funktioniert oder so, aber sie hat es verstanden, dass es für die Kids war. Von alleine auf. Wie bunt ist der jetzt? Red Brick. Hier, Red Brick hat bis 20 Uhr geöffnet. Komm, lass uns gehen. Ja, okay. Wird ungemütlich. Langzeitig nicht. Da, guck mal. Da ganz hinten, die rote.
Auto nicht im Busse. Das ist Tommy. Das ist. So, und zurück. Nein, die haben ja auch alle so liebliche Uniformen an, das siehst du hier. So, jetzt kannst du es mal aufnehmen hier. Ja, stell ich in die Ecke. Ja, danke. Arigato. Was wie falsch im Spiel? Boah, meine Ohren. Gut, dass er nicht so schnell bremst, stell mir vor, falls du sofort auf Null. Shopping Center hier. Everybody get out, please. Ist der jetzt mitgefahren hier, der René? Nee, der ist nicht mitgefahren. René, was? René. René ist weg. Komm, wollen wir wieder hochfahren? René rennt. Wollen wir hochfahren wieder? Ja, lass wieder hochfahren. Als Kinder sind wir mal rauf und runter. René rennt. Ach, und dann hat die uns direkt ins Shopping Center jetzt gebracht, damit wir was kaufen, oder wie? Die hat extra 5 gedrückt. Ne? Wirklich? Definitiv, ja, das ist so. Oi, 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 oi. Aber sei mal ehrlich, das ist schon. Wow. Hast du gerade mal gezeigt? Das war nur sogar eine Band. Ich glaube, die bauen auch. Irgendwie ist in Japan alles größer, außer die Menschen. Ui, Alter. Hi. Hi. Jetzt geht's zum Tanzen für die jungen Leute hier. Okay. So, wir sind jetzt bei dem Red Brick Warehouse. Das wurde uns empfohlen von den Leuten auf dem Food Festival. Das ist das Red Brick Warehouse. Ein altes, viereckiges Backsteingebäude, was unter Denkmalschutz steht. Das ist in Japan eine Sehenswürdigkeit, weil die hier hauptsächlich entweder mit Papier und Holz bauen oder nur mit Beton. Aber kaum mit roten Backstein. Die Jungs sind nach Hause pennen. Und wir gucken uns das Red Brick an. Im unteren Bereich wurden in dieses alte Gebäude einfach ganz, ganz viele Fressbuden reingebaut. Und hier oben irgendwas mit Disney. Gucken wir mal. Ja,
Den Jack Burger Fair. Ich bin gespannt, wie der schmeckt und wie der aussieht vor allem. So, alles klar. Wir haben uns jetzt einen Burger bestellt mit Menü. Also einmal Pommes dabei und Eistee. Wir haben hier keinen Strohhalm. Sondern wir haben hier sowas. Und natürlich warten wir jetzt, bis das vibriert. 10 Minuten. Bin gespannt, wie der hier schmeckt. Okay, der Tee hier ist ungesüßt und kalt. Ist mega erfrischend. Finde ich gut. So, wir haben es tatsächlich geschafft, den Tisch zu ergattern. Das war gar nicht so einfach hier. Und ich bin gespannt, was ich für meine fast 10 Euro bekommen habe. Die Pommes sind extrem lang. Das finde ich cool. Darauf stehe ich. Oh, geil. Meine Fresse.
Nom. Alles klar, das war ein geiler Burger. Der war wirklich geil. Und jetzt ab nach Hause, mal gucken, ob wir es nach Hause schaffen. Ich kenne mich hier ja nicht aus. Ich habe einen Standort bekommen. Mal schauen, ob ich versuche zu laufen oder das mit der Bahn mache. Wird interessant. Es war tatsächlich absoluter Zufall, dass ich gerade hier gestanden habe, am perfekten Aussichtspunkt. Und es ging das Feuerwerk los und ich hatte keine Ahnung, wirklich null. Hier ist Oktoberfest im Moment. Das ist echt lustig, die Japaner gehen richtig ab, selbst die Security Guards tanzen die ganze Zeit rum. Should I take a picture of you? Picture? Okay. Can I film myself while I take your picture? Okay. Okay. It's already recording. The red means it's already recording. Okay. Can just. Alles klar. Also das war jetzt der zweite Tag in Japan. Netterweise filme ich gerade ein paar Leute, deswegen kann ich einmal das so machen. Wir haben ein Feuerwerk zum Abschluss bekommen. Wir haben das Oktoberfest gesehen. Es war ziemlich, ziemlich cool. Und ja, ich glaube, es war ein perfekter Abschluss. Wir gehen nach Hause, wir schneiden das Video jetzt erstmal. Und morgen wechseln wir die Location, sind sofort in einer anderen Stadt. Vielen Dank. Thank you very much. Willkommen. And have a good night. Yeah. Are you a YouTuber? Yes, I film a little bit. Okay, also. Zum einen, ich habe gerade tatsächlich ein paar Japaner getroffen. Taco und noch jemanden und die haben mir ein Bier ausgegeben. Das war voll cool. Ich mag das Socializing in Japan. Jetzt laufen wir noch gerade ein bisschen durch die Stadt. Ist nachts tatsächlich echt schön hier. Und wir laufen jetzt 20, 30 Minuten, bis wir zu Hause sind und dann schneide ich die Videos. Und gerade eben irgendeine Frau, die da, hat mir angeboten, irgendwas mit Massage. Alles klar, Leute, wir haben noch 1% Akku. Also, was ich gerade noch sagen wollte, die eine Frau da, die hat mir irgendwas angeboten von wegen Massage und irgendwas mit Sex, keine Ahnung. Wollte ich nichts mehr zu tun haben. Und außerdem hätte ich sowieso nur meine Organe verloren. Ich meine, das ist nicht China, sondern Japan, aber man kann trotzdem nie vorsichtig genug sein. Ey, das ist echt schön hier, nachts. Also gerade eben wurde mir schon wieder eine Massage angeboten. Und die eine war ja recht direkt. Und jetzt, wo die das gesagt haben, fällt mir auf. Ich laufe hier die Straße entlang und über viele Kreuzungen. Und an jeder Kreuzung steht, oder an vielen Kreuzungen stehen dann Damen, die einfach nur sich umschauen. Und das jetzt zweimal wurde ich hier wegen einer Massage angesprochen. Die Logik sagt mir, dass es halt irgendwie vielleicht ist es wirklich Massage, vielleicht ist es halt so eine Art Stripclub, vielleicht auch Sex, weiß ich nicht. Guck mal da, das ist ja ein Mini-Monster-Truck. Das ist eine von den kleinen Autos, die es hier gibt, aber höher gelegt. Das ist ja cool. Ich mag die Stoßstange auch. Guck mal, der kann auch hier über diese Dinger wahrscheinlich drüber fahren. Wenn man die hochklappt hier, können die Autos eigentlich nicht weg, so wie hier. Aber der kommt da vielleicht sogar drüber. Cool. Diese Mini-Autos sind süß. Aber die brauchst du hier auch.
Hier sind sogar die Fahrräder in zwei Reihen geparkt. Das habe ich hier drüben gerade gesehen. Zeige ich euch nochmal schnell. Hier. Ist halt einfach ein bisschen wenig Platz, ne? Und der Müll wird hier immer in solchen Käfigen gesammelt, anscheinend. Normalerweise kleiner, aber das hier scheint ja vom Hochhaus zu sein. Okay. Dann gehen wir weiter nach Hause. Ey, ich find's cool. Ich find's echt cool. Japan, Alter. Das ist Dankeschön, dass ich hier mitgenommen wurde. Finde ich geil. Ah, die Brücke kenne ich doch. Ich glaube, da sind wir drüber gegangen. Gestern. Ziemlich sicher. Ich habe ein Gym gefunden. Schade, dass hier zu ist. Ansonsten würde ich den fragen, ob er mich ein bisschen durch die Gegend schmeißt. Ich habe früher ein bisschen Judo gemacht. Aber als Kind. Aber vielleicht könnte ich zumindest noch fallen, ohne mich zu verletzen. Das wäre cool. E-Autos gibt es hier auch viele. Und diese eckigen. Und diese Karren fahren nur die Bonzen, wurde mir gesagt. Die Karren, die in Deutschland normal sind. Alles klar. Wir sind zu Hause angekommen. Hier. Oben. Gehen wir jetzt rein. Und morgen sind wir schon auf dem Weg zu unserer zweiten Location, in der wir bleiben. Shit, wo muss ich jetzt klingeln? Kann man hier klingeln? Hä? Hä? Ach, man kann einfach rein. Okay. Und wir sind faul, nachdem wir den ganzen Abend durch Yokohama gelaufen sind und Taco getroffen haben. Ich kann mir Taco merken, weil er mir gesagt hat, Tiki, Tico Taco, Tico Taco, wie die Uhr. Nachdem ich den Namen vergessen hatte. Und dann der andere, Taco und, ja, keine Ahnung, der andere hieß so ähnlich, aber ich kann es mir nicht merken. Teppich überall, hier mit Magneten fest tatsächlich. Okay, ist definitiv nicht der schnellste Aufzug. Wundervollen guten Abend. Guten Abend, wir sind die von... Ich finde ein bisschen frech, Leute ins Gesicht zu filmen, ne? Leute ins Gesicht zu filmen, ne? Ins Gesicht zu filmen, Gesicht zu filmen. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht. Sie haben mich ins... Ja, das tut mir leid. Können Sie mir das verzeihen? Gesicht gefilmt, direkt frontal, das dürfen Sie nicht. Wer sind Sie denn? Also ich bin der Reporter aus Tokio. Ich dachte, ich komme mal nach Yokohama, um die lokalen Einwanderer zu besuchen. Ja, kommen Sie rein, wir sind alle aus Polen jetzt hier. Ah, okay. Ja. Und wie finden Sie das im Gegensatz zu Polen hier in Yokohama? Ist genauso viel Wasser wie bei uns in Polen, ne? Okay, ja. Wir sind auch ein Seefahrtsvolk. Ja, das hört sich vernünftig an. Ja. Stört es Sie, wenn ich die Nacht hier einfach mal bleibe und Sie ein bisschen studieren? Kein Problem. Zwei, drei Leute sind eh auf Montage und ja, da sind ein paar Betten frei. Ja, dann passt ja mit Polen. Der Couch. Willkommen, ja, ne? Vielen Dank. So ja, einfach geht ja, das hier. Ja, also, ja. Dankeschön. Ja, boah, ist Hammer, nix, ne? Toll. Danke. Ja, gerne. Mensch, ey, das ist ja geil. Das war unser zweiter Tag in Yokohama. Heftig. 21 Tage sind wir insgesamt hier. Und ich habe jetzt schon vieles gesehen, was ich auf jeden Fall sehr cool finde. Auch viele Sachen, die wir in Deutschland anders machen, die Japaner besser können. Allein, dass die dir Sachen nur mit zwei Händen geben. Wir sagen, bitteschön. Ne? Einfach so ein bisschen Respekt. Das mag ich. Unser Apartment ist ziemlich laut, hört ihr vielleicht. Aber ich habe Oropax. Und die Zahnbürste habe ich mir noch gegönnt.
Mal gucken, wie cool die ist. So. Der Rechner überträgt gerade noch Daten. Und ich starte gleich noch eine Konvertierung. Und gehe währenddessen duschen. Zweiter Tag. Und ich bin schon sehr beeindruckt. Kann nur besser werden. Gute Nacht.